Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM20. Heute mit 1860 München natürlich, nachdem mir in der vorletzten Folge war es, glaube ich, zweimal sogar der Fehler passiert ist, dass ich Hansa Rostock gesagt habe. Ey, ist ganz schrecklich. Wohl noch ein paar Jahre zurückgegangen. Ja, geht heute los gegen Magdeburg. Das wird ein richtig wichtiges Spiel werden, weil ihr seht es hier links, 12. gegen 13. und Magdeburg ist halt eigentlich einer unserer direkten Konkurrenten, würde ich sagen. Ich würde mir da schon einen Sieg wünschen. Leicht wird's nicht. Wiesbaden dann, die sind momentan auf 15. Das ist gut, sind auch erst 9 Spieltage teilweise. Bei uns nur 7, ne? Bei Wiesbaden nur 8. Und dann der KSC, die momentan auf 16 stehen. Also im Idealfall gewinnen wir heute alles, aber das wird leider nicht passieren, glaube ich. Stefan Kremer ist Coach bei Magdeburg und wir starten. Ich glaube, so wie wir letztes Mal aufgehört haben. Nee, machen wir nicht. Und zwar Quirin Moll kommt rein. Stimmt, das habe ich eben noch gemacht. Warum habe ich das nicht im Kopf gehabt? War Daniel Wein war bisher in dieser Saison echt nicht gut, fand ich. Und der hat mir nicht gefallen. Ich habe überlegt, ob ich den drin lasse und halt hoffe, dass die einfach jetzt mal ein bisschen besser spielen. Aber ich glaube, wir probieren mal Moll, ne? Wein ist natürlich auf der Bank. Wir können ihn immer sofort einwechseln, wenn es sein muss. Aber wir probieren mal, ob das gegen Magdeburg klappt. Schön wäre es auf jeden Fall. Wie gesagt, wird richtig schwer, weil es halt ein richtig wichtiges Spiel ist und Magdeburg halt bisher eigentlich überzeugt. Was ich so jetzt nicht erwartet habe. Jesil auf der Bank, Quatsch nach vorne, der bisher ganz gut spielt. 9 Spiele, 4 Tore, eine Vorlage bisher. Sonst hat sich im Gegensatz zum letzten Jahr, glaube ich, gar nicht so viel verändert. Sind ja mit uns aufgestiegen. Also, ja, ist eine gute Gelegenheit, den Experten zu zeigen, was man so drauf hat. Na, auf geht's, Jungs. Ich habe übrigens jetzt mal ein bisschen was experimentiert in meinem anderen Save und habe das hier schon mal so ein bisschen übertragen. Das werdet ihr gleich sehen, wenn wir ein paar Tage nach vorne gehen. Und zwar, dass ich den Trainingsplan etwas anpasse. Normalerweise habe ich es ja immer so, dass ich den Trainingsplan über die komplette Saison gleich habe, ne? Dass wir halt Angriff, Verteidigung, dann Spielvorbereitung und Chancenverwertung trainieren. Jetzt möchte ich das mal ein bisschen testen. Nicht hier direkt gleich in den Save, sondern halt auch erstmal im anderen Save, auch wenn es heute mini bisschen getestet wurde, aber auch schon vor dem Spiel übrigens, dass ich ein bisschen mehr auf die Gegner eingehe und was man vielleicht so machen sollte im Spiel. Also hier zum Beispiel habe ich die defensiven Ecken trainiert und das Umschaltspiel und Greilinger könntest du vielleicht gleich gut machen. Ah, Hotic, nee, so nicht. Weil ich hatte jetzt die Tage ein bisschen mehr Zeit und habe ein bisschen in meinem Napoli-Safe rumgespielt, wo ich die letzten 5 Wochen gefühlt im Sommer festgesteckt habe, weshalb ich da auch gar nichts gespielt habe, Bertram. Oh, war gefährlich. Und Moll! Nein, so nicht. Oh Gott, ey, okay, also vielleicht war Moll nicht die beste Idee. Spielt er jetzt momentan auch in einem 4-3-3. Klappt. Oh, Bayer, bitte schieß doch einfach mal. Er schießt nicht, legt den Ball auf Tore Gross ab und der macht's. Okay, alles gut gemacht, Jungs. Super Spielzug mit Köpfchen, ne? Super. Ich dachte hier schon, dass Tore Gross den Ball kriegt, ne, weil er angezeigt wurde. Aber Bayer macht das zum Glück gut und er legt ab auf Tore Gross und wir machen das 1-0. Sehr schön irgendwie, aber vorher von Quirin Moll das Ding, ne? Muss halt bitte nicht sein. Mein Herz, ne, es ist halt sonst wohin gesackt. Unglaublich. Puh. So, aber jetzt bitte nachdenken. Oh, geiler Ball auf Tore Grosser. Und er macht dieses Mal das 1 gegen 1 nicht. Schade. Ich habe mir auch einen neuen Stürmer in dem Safe geholt, der nochmal ein bisschen bessere Werte hatte als der Stürmer, von dem ich euch letztens erzählt habe, der halt so super krass toll sein soll. Das aber nicht dann war. Der macht es ein bisschen besser, allerdings verkackt er halt auch trotzdem sehr viele 1 gegen 1 Chancen, aber insgesamt bin ich ganz zufrieden bisher. Also ich glaube, wir werden das vielleicht demnächst auch hier sehen, das 4-3-3, was dann in-game eigentlich wieder ein 3-4-3 ist, wenn man im Angriff ist. Das war gut gemacht von Moll, was eigentlich auch so das ist, was ich mir vorstelle, ne? So ein 3-4-3 im Angriff. Ich glaube, das könnte schon geil sein immer. Das ist eigentlich das, was ich mir am liebsten vorstelle, was ich sehen möchte an Fußball. Und auch wenn das ein oder andere halt vielleicht besser funktioniert, ne, auch zum Beispiel vor einigen Jahren, als die
Formation mit drei Stürmern extrem OP waren. Ich mag das nicht so wirklich, weil ich eigentlich so meine Vorstellung vom Fußball habe, den ich dann auch eigentlich gerne im FM sehen möchte, ne? Also so ein bisschen übernimmst du natürlich, ne, weil du möchtest ja auch erfolgreich sein. Aber zum Beispiel drei Stürmer, ich möchte kein Spiel haben, wo ich drei Stürmer habe. Schönes Ding von Fortis. Gibt dann halt auch so Sachen, ne, das ist dann was anderes, dass du aufpassen musst, wenn eine Sache in einem FM-Teil ziemlich wichtig ist. Das war letztes Jahr zum Beispiel so, als die Außen meiner Meinung nach echt sehr wichtig waren, dass ich dann doch eher auf Formation gesetzt habe mit LM und LV, anstatt nur mit einem Spieler auf den Außen, was ich das Jahr zuvor oft gemacht habe, dass ich da so eine Art 3-4-3 gespielt habe, dann allerdings halt wirklich mit drei Innenverteidigern und halt wirklich nur einem Spieler auf den Außen. Das 3-4-3, was wir jetzt spielen, ist, also vielleicht spielen, ist dann eher so zwei Innenverteidiger, der Sechser rückt wirklich sehr weit nach hinten, die Außenverteidiger sind auf einer Linie mit den ZMs und dann die Flügelspieler sind auch noch da. Ja, bisher läuft das gut, das Ding ist, wir könnten auf jeden Fall 2-0 führen. Schade, dass wir das nicht machen. Ich habe ein bisschen Angst, was so Moll macht, weil das war bisher entweder gut, dieses eine Tackling, oder halt schlecht. Wir müssen das 2-0 halt machen, ne? So einfach ist es. Das haben wir bisher nicht so oft geschafft in dieser Saison. Generell haben wir es nicht so oft geschafft, Tore zu machen. Aber vielleicht klappt es ja hier irgendwie. Bisher ist Magdeburg auch nicht so krass, aber es kann ja alles ganz schnell gehen, ne? Da ist Fabi Greilinger. Schießt Golasso! Das meinte ich, ne? Ich habe es euch in der vorletzten Folge gesagt, dass wir das mal probieren, dass man das geduldig spielen rausnimmt. Weil die Schüsse sind jetzt einfach gleich gut wie 1 gegen 1 Chancen. Es ist einfach so einfach. Anstatt den Pass jetzt zu spielen und dann halt das nächste 1 gegen 1 zu verkacken, haut er einfach so ein geiles Ding raus. Fabi, du bist ein geiles Stück. Sorry. Ich möchte übrigens mit ihm gleich danach verlängern. Jetzt nicht wegen dem Tor, aber ich habe es mir schon vorgenommen, genauso wie mit Becchirolo. Oi! Ja. Fortis springt am Ball vorbei. Und ich glaube, Seren Bertram war auch selbst komplett überrascht, dass er den Ball bekommt. Glück für uns, dass wir hier noch 2-0 führen. Hey. Ah, Magdeburg kommt ein bisschen mehr jetzt, ne? Ah, und macht leider auch den Anschlusstreffer. Das Ding ist noch lange nicht vorbei. Ah, das war nicht wirklich geil, was Wilmot gemacht hat, fand ich. Dass er da jetzt einfach weggelaufen ist. Er steht hier eigentlich bei den zwei Spielern, unter anderem halt bei dem Spieler, der das Tor gemacht hat, und bei Jasula. Das Ding ist aber, er rennt einfach weg, ohne darauf zu achten, was er macht. Und dann muss halt, wer auch immer das hier ist, zeig mal, kannst du mal weggehen? Nee, geht nicht. Ich sehe die Nummer nicht, aber wer auch immer das ist, der muss halt hin, aushelfen, kommt dadurch natürlich zu spät. Na, das wird noch ein enges Spiel. Ich meine, gut für uns, dass wir das 2-0 gemacht haben, aber wir haben noch 20 Minuten. Neuer Rechtsverteidiger und neuer Stürmer bei Magdeburg. Hat der Tomala nicht auch mal bei 1860 gespielt? Anscheinend nicht. Okay, 10 Minuten. Wir haben noch alle Optionen. Hotic spielt nicht gut, aber ich glaube, es macht auch keinen Sinn, jetzt noch einen Stürmer rein, noch einen Zehner reinzubringen. Ein 4-3-3 könnte jetzt auch vielleicht zu viel sein im Sinne von, dass wir Magdeburg zu sehr kommen lassen. Und dann vielleicht nicht den Ausgleichsangriff machen können. Oder Auslastungsangriff eher. Ich mach's mal so, dass ich Daniel Wein für Hotic reinbringe. Becchirolo geht nach vorne. Und Wein mit Moll macht jetzt eine defensive Doppel-6. Weil dann haben wir noch genug Absicherung.
Becky Rolo ist trotzdem halt auf der verkappten Achtern. Ist ja keine richtige 10, die wir spielen in diesem System. Oh, eine Szene möchte ich ungern sehen, ehrlich gesagt. Bitte kein hoher Ball. Er darf. Oh, Fabi, könnt alles gut machen. Bitte leg in die Mitte. Er muss es selbst machen wohl und scheitert. Kriegt den Ball nochmal. Scheitert nochmal Ball in die Mitte. Bayar. Ah, okay. Schade. Ach, ich überlege gerade, ob ich vielleicht die Verteidigungslinie noch ein Stückchen nach hinten ziehe, falls jetzt wirklich lange Bälle kommen. Zeitspiel macht man auf jeden Fall schon mal. Ja, sollte ich, glaube ich, machen. Nur eins nach hinten und die Pressinglinie auch ein Stückchen nach hinten. Einfach diese 5 Minuten noch umkriegen. Oh, schade. Man könnte natürlich auch das 3-1 machen, aber anscheinend wollen sie nicht. Oh, hört mal auf mit diesen Scheiß-Szenen, die möchte doch kein Mensch sehen. Oh, aber ja, gegen Bertram kriegt's hin erstmal. Ja, komm, und jetzt machst du das 3-1 und alles ist gut. Oh, hast du das 1 gegen 1 sehen? 4 klare Torchancen schon wieder, ey. Oh, 3 Minuten Nachspielzeit. Aber wir können schon für die Zeit wechseln. Gutierrez kommt rein für Torregrossa. Töchchen hat er gemacht, hätten aber auch mehr werden können. Oh, nicht noch eine Szene. Ich möchte doch keine Szenen mehr sehen. Hm. Hau ihn einfach um. Hau ihn um. Hau ihn um. Ja, okay, ist auch gut. Auch gut. Ja. Schade, dass Fabi nicht losgelaufen ist. Oh, ist auch gut. Gutierrez. Ach, 1 gegen 1. Ich weiß ja nicht, ne? Ich hasse es so sehr. So, einen Wechsel haben wir noch. Das wird dann Moll werden, der rausgeht. Und Emmas, der reinkommt. Becky Rolo geht dann nochmal kurz nach hinten. Ja, ich glaube, das sollte es gewesen sein. Vielleicht. Bitte. Wäre schön. 23 Sekunden schon drüber. Bitte. Ah. Das ist nicht wirklich Zeitspiel, aber Hauptsache wir haben den Ball. Schiri? 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 Please, please, please? Alter, wieso sehen wir diese Szene, Alter? Hallo Schiri, guckst du mal auf deine Fuck? Dankeschön. Dankeschön. Wir gewinnen 2-1 gegen Magdeburg. Super wichtig für uns. Und ein Ausrufezeichen, dass wir wirklich drinbleiben wollen. Sehr, sehr gut gemacht, Jungs. Boah, aber warum ist... Hä? Oh, fuck, ich habe das Falsche gedrückt. Aber dafür ist es relativ positiv ausgegangen, ne? Wenn du halt so viel FM spielst, du kriegst halt das nicht mehr raus, dass du noch die ersten 3 Wörter liest und dann sagst, okay, das klicken wir an, weil du halt alles gefühlt schon gelesen hast, aber anscheinend ja auch nicht. Aber ist ja zum Glück nicht so schief gegangen. Hauptsache, Bayer ist nicht so traurig, der Rest ist motiviert immerhin. Aber super, super wichtig für uns, ne? Sind jetzt halt 3 Punkte vor Magdeburg und ein Spiel weniger. Ja, wichtiger geht's eigentlich gar nicht mehr. Sehr schön. Hui. Ja, war halt schwierig. Nicht übrigens, ja, viel ist es nicht, ne? Ich zeige euch das mal richtig. Also ich habe jetzt halt für dieses Spiel aktives Verteidigen, defensive Eckstöße. Ich hätte mal Freistöße nehmen sollen, ne? Und abwartendes Angriffsspiel gemacht, weil ich dachte, Magdeburg stellt sich halt hinten rein, also sollten wir das halt genauer trainieren, plus halt, die werden auf Standards gehen und dann sollten wir halt aufpassen, dass wir das vielleicht ein bisschen mehr rannehmen. Dazu nochmal ein bisschen die Taktik, die Defensivformation. Und so probiere ich das halt momentan, anstatt hier zum Beispiel das hier, wo wir halt immer das Gleiche gemacht haben, Woche für Woche. Ob das klappt, weiß ich noch nicht, ob das wirklich so viel Sinn macht. Wir werden es sehen, ne? Wir werden es sehen. So, Scouting-Berichte, ganz schön viele wieder. Ich scoute momentan alle Spieler, die im kommenden Sommer keinen Vertrag mehr haben und über 1 Million momentan wert sind und die wir uns leisten könnten, beziehungsweise die auch zu uns kommen möchten. Deshalb kriegen wir wohl noch ein paar Scouting-Berichte dazu. Am straffen Zeitplan wieder, weil wir halt eine englische Woche haben, weil wir das Spiel gegen Wien Wiesbaden ja verlegt haben, als die Länderspielpause war. Deshalb müssen wir jetzt ran, holen dann unseren 9. Spieltag nach.
Was ich jetzt großartig ändern werde, weiß ich noch nicht. Es lief ja eigentlich gut. Fortes wird schon wieder unterwegs sein bei der Nationalmannschaft am 9. und 13. Oktober für Kap Verde. Nürnberg gewinnt 2-0 gegen St. Pauli. Stimmt, die anderen Spiele habe ich euch gar nicht gezeigt, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist, aber ich zeige es euch trotzdem mal. Also wir hatten Bochum, die gegen Nürnberg gewonnen haben, damit wieder auf die 1 gegangen sind. Düsseldorf hatte gegen Wiesbaden gewonnen. Pauli gegen Kiel 1-1, Paderborn 3-0 gewonnen gegen Darmstadt, Sandhausen 2-2 gegen Ringsburg. Augsburg hatte dann hier ein Ausrufezeichen gesetzt mit einem 5-1 gegen den KSC. Ein Bielefeld-Sieg 2-1 gegen Aue und Osnabrück 1-0 gegen Fürth. Unser Spiel und das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Das mal nur so nebenbei. Übrigens, die Scouting-Aufträge habe ich auch alle gemacht. Haben ja nicht so viele Scouts aktuell leider. Ich hoffe, dass ich demnächst mal neue bekomme. Aber das ist jetzt hier so das, was ich gerade drin habe. Halt ein bisschen in der Türkei gescoutet, ein bisschen in Italien. Deutschland natürlich ganz wichtig, ein bisschen in Skandinavien, ein bisschen Ostblock, ein bisschen Frankreich, also alles, was so vielleicht gute, billige Spieler voranbringen kann. Könnten sogar nachfragen nach mehr Scouts. Wie wär's denn? Ah, schade, Personalkosten sind bereits sehr hoch, sagt er, und deswegen geht's nicht. Naja, man muss natürlich auch aufpassen, ne? Also Geld ist nicht so locker, wie man denkt. Da sollten wir aufpassen momentan. 9,5 Millionen, das wird natürlich stetig runtergehen jetzt, weil nimmst ja nicht wirklich was ein in der Saison oder während es halt läuft. Ich meine, man sieht ja hier die schöne Null, aber wir haben auch keine Ausgaben, weil wir anscheinend keine Gehälter zahlen. Ist sehr interessant. Gut, okay, vielleicht weil auch gerade der 1. Oktober erst ist. Schade, dass man nicht durch den letzten Monat gehen kann, ne? Ja, also es geht, ne? Letzter Monat sehen wir ja hier 420.000 an Gehälter. Ja, ist okay. Momentan prognostiziert sind nur 3,2 Millionen in Sachen Transferbudget. Ja, wir brauchen halt einen guten Verkauf eigentlich, ne? Aber jetzt dieses Jahr haben wir erst den Kern gebaut wieder für die Mannschaft. Und da, wenn er, ach, siehst du, ich wollte verlängern. Na, machen wir gleich, oder? Machen wir gleich, ja. Oktay hat nicht gut trainiert, das ist sehr schade. Keiner über 99,0. Das ist auch ein bisschen schade. Und es dürften jetzt noch ein paar andere spielen, glaube ich, ne? Es waren ja einige Partien, die verlegt wurden. Nicht so viele wie gedacht, aber einige halt. Haben noch ein paar Nationalmannschaftsnominierungen. Lukas May ist für die Deutschland U21 dabei. Tori Grasser kann komplett und wir spielen doch als einziges Team heute. Gut, Freitag, nee, Quatsch, ist ja normal. Na gut, dann nur wir. Paulo Henrique weiterhin bei uns nicht verfügbar, der wird auch noch 2 Monate fehlen, mindestens. Also ich glaube sogar, die Hinrunde wird das nichts mehr. Patrick Schönfeld, Watkowiak und Aigner sind wohl nicht dabei, wobei Aigner 10-Fraktur, 1 bis 3 Tage. Vielleicht spielt er doch. Rüdiger Rehm immer noch Coach und Wien Wiesbaden ist auf 15, 8 Spieltage um. Dann könnten wir aufschließen mit allen anderen, die ja 9 haben. Also im Idealfall gehen wir auf die 5. Aber abrutschen können wir nicht, weil Wien Wiesbaden uns nicht überholen kann. Also das Moll jetzt gerade so kurz mal einen Aussetzer hatte, das schiebe ich jetzt mal auf seine Spielpraxis. Ich glaube, den lasse ich drin. Hotic hat auch nicht gut gespielt, aber das ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen die Rolle und die Position, die wir haben. Ich glaube, wir kriegen den Zehner nicht so gut eingebaut, wie wir es gerne hätten, weil Chaya bisher auch nicht gut war und Hotic halt auch nicht. Ja. Wird schon irgendwie, ne? Wiesbaden schätze ich jetzt nicht so extrem heftig ein wie Magdeburg. Das lief eigentlich gut. Aber wir müssen natürlich trotzdem aufpassen. Aigner spielt sogar. Scheffler und Kehre vorne. Jungs, einmal einen Sieg bitte. Die Verteidigung soll bitte auch mitmachen. Und dann mal gucken, ne? Sieg wäre halt überragend. Und eigentlich auch mein Wunsch. Aigner ist auch gar nicht so extrem fit.
Mal schauen, wie lange der machen kann. So, Bekirulu mal nach vorne auf Tori Gross, aber das wird natürlich nichts, weil 1 gegen 1, ne? Und die erste klare Torchance in der zweiten Minute für uns, ja. Ja, das sieht gut aus. Ah, schade, wäre jetzt. Oh! Tori Grossa hochgehüpft. Er hätte den wahrscheinlich easy machen können. War ja sogar vor dem Keeper und hatte eigentlich genug Platz gehabt. Schade, dass er nicht gesprungen ist. Ja, Greilinger fälscht ein bisschen ab und Scheffler hat die erste gute Chance zu Wiesbaden. Drei gute Chancen schon und sind gerade mal 5 Minuten auf. Super. Niklas Dahms übrigens, der bei uns auf der Innenverteidiger-Shortlist war, ist nur auf der Bank. Wiesbaden wieder. Oh, hat er viel Platz. Oh, Jungs, so nicht, ne? Das kann nichts werden, wenn ihr so viel Platz lasst für beide Stürmer. Und gerade Scheffler halt, der ist ja nicht auch irgendwie 2,50 Meter oder so groß. Ich glaube 1,90 oder so ist er, ne? Ja, 1,90. Bekirulu mit Gelb ist nicht so geil. Aber ich traue dem schon zu, dass er genug Hirn hat, um jetzt keine dummen Aktionen zu machen. Auch Clark mit der nächsten gelben Karte, passiert nicht wirklich viel, ne? Tori Gross hat einen Schlag abbekommen, Knöchelprellung, kann aber weiterspielen. Der einzige Schuss aufs Tor war halt in der zweiten Minute die 1 gegen 1 Chance von Tori Grossa und das ist zum Glück abseits. Mit Glück, weil das war echt schlecht verteilt. Ich glaube, bei den defensiven Freistößen sollten wir mal was machen. Na, Wilmot läuft drunter durch. Ah, nicht wirklich gut. Das gefällt mir nicht. Da müssen wir mehr machen. Also Wiesbaden spielt nicht wirklich strukturiert. Da müsste Bayer eigentlich mal ein bisschen mehr über die Außen machen. Damit wir da vielleicht ein bisschen Raum generieren, ne? Damit wir Platz haben. Er steht halt schon auf Spielbreit machen. Na ja, gut, darfst du aber deine Position verlassen? Vielleicht machst du das ja gut. Ich gehe mal bei Hotic auf Angreifen. Fabi hilft ein bisschen aus, wird unterstützen. Wechsel würde ich jetzt sagen, brauchen wir erstmal nicht. Kurz mal in den Ecken was gucken. Ja, hab nämlich schon fast gedacht. Dass wir eben den Keeper nicht gechallenged haben, dass er da einfach so rauslaufen durfte, liegt daran, dass die Positionen hier gerade nicht richtig sind. Weil das habe ich halt gemacht in der Vorbereitung, als noch nicht die richtige Elf feststand. Und ist klar, dass jetzt die Positionen noch nicht gut sind. Normalerweise möchte ich auch immer, dass einfach nur die beiden Außenverteidiger hinten stehen. Aber ab und zu, wenn die Außenverteidiger halt vielleicht bessere Freistoßwerte haben oder Eckenwerte, dann nimmt man die natürlich eher. Deshalb ist es dann ein bisschen zerpflückt. Clark mit einer 6-4. Na, 6-6. Okay, ja, ist anscheinend gut aus der Pause gekommen. Fabi mit einer 6-4. Tori Grossa mit einer 6-5. Also beides gerade Kandidaten zur Auswechslung. Thiele kommt rein für Aigner. Und Bekirulu hat einen Freistoß. Oh, schade. Der hat sich, ne, so ein bisschen. Wollte er machen, aber er hat da leider einen Wupp gemacht. Anstatt. Schade. So, der Eckball jetzt. Ja, kriegt Mai nicht. Wilmot. Tori Grossa kriegt ihn nicht. Schade. Bekirulu traut sich nicht, die Seite runterzulaufen, scheinbar. Frühe Flanke. Oh, Greilinger und. Oh! Das kann nicht wahr sein. So eine dicke Chance. Leider nicht zu nutzen. Ach. Fuck. Die beste bisher. Tor war halt quasi leer. Fabi. Jo! Gull! Das sah sehr krumm aus. Fast nach Eigentor. Aber hey, Fabi. 1-0. Gut, dass ich den noch nicht ausgewechselt habe. Fortis mit dem Einwurf auf Hotic kriegt den Ball dann zurück.
frühe Flanke und Fabi dann im Kopfballduell sich durchgesetzt. Oh, ja, das sah nicht gut aus, was Kuhn da gemacht hat. Albedo. Richtig für uns. Und bitte gleich nachlegen, Bikirolo. Mai! Ah, gute Parade von Körber. Minuten noch. Haben auch noch alle Wechsel. Ein bisschen Angst immer, ne? Wenn man die Gegner so kommen lässt, dass die richtig anfangen zu pressen, während man noch im letzten Drittel ist. Oh, guter Ball, Torregrossa, 1 gegen 1. Nee. Zum Glück führen wir schon, ne? Ah, schade. Ich werde mal Torregrossa auch auswechseln. Der ist heute anscheinend nicht so supidupi drauf. Im letzten Spiel war er dafür gut und im vorletzten. Passiert halt mal. So, 10 Minuten noch. Wird langsam eng, ne? Wiesbaden nur mit einem Schuss aufs Tor bisher, aber es kann ja alles so schnell gehen, leider. So zum Beispiel, Tietz kriegt den Ball in die Mitte. Boah, Wilmot klärt, Bikirolo klärt leider nicht gut auf Kuhn. Ball kommt durch, Fortis. Oh, knapp, ich habe den eigentlich fast schon in unserem Tor gesehen. Bayer, ja, können eigentlich schon längst abspielen auf Gutierrez, das macht es nicht. Wartet und wartet, langer Ball, Fabi Greilinger. Und Tor, Dino Hosic. Ein wunderschönes Kacktor. 2-0, ich glaube, der Sack ist zu. Eieiei, also die Flanke, die war sehr, sehr lang von Bayer. Ich hatte schon gehofft, dass der Ball jetzt reingeht, wird dann aber abgeblockt und dann... Ach du Scheiße, ist das ein Kacktor. Also, Ball wird abgefälscht von Kuhn, kommt in die Mitte, dann möchte Röcker klären, schießt aber seinen Brody direkt in die Fresse mit Mockenhaupt. Dann kriegt Hotic den Ball und ballert ihn rein und schießt da fast noch Rücke ab. Keeper kann nichts machen, absolut machtlos. Und wir führen 2-0. Sehr schön. Perfekt. Dann kommt Emmers rein für Bikirolo, der gelb hat. Und Erik Weger kommt rein für Fortis, der nicht ganz so eine gute Fitness hat. Oh. Sehr schön. Erste Halbzeit war nicht so geil, in der zweiten haben wir ein bisschen besser gespielt. Wird noch eine Szene mindestens geben. Ich hoffe, dass jetzt kein Gegentor kommt, damit wir nicht zittern müssen oder so, aber sieht gut aus. Dann gehen wir auf 5 hoch nach 9 Spieltagen, ist auch schön. Nochmal ein langer Ball auf Bayer. Den wird er wohl selbst machen. Das ist aber ziemlich schlecht. Wobei er auch von Röcker gestört wurde und deswegen gibt's Eckball. Uff. So, und jetzt haben wir den KSC als nächstes. Wird aber gerne jetzt zwischen den Spielen noch verlängern oder gucken, ob wir verlängern können mit Bikirolo und Greilinger. Wichtig, dass wir hier gewonnen haben. Erste Halbzeit kehren wir mal fix unterm Teppich, ne? So, also, Bikirolo. Mit dem haben wir ja erst verlängert, ne? Aber vielleicht möchte er nochmal, ich hoffe zumindestens. Momentan verdient er 6,25. Wäre schön, wenn er nicht unbedingt viel, viel mehr haben wollen würde. Also 7,5 würde ich schon sagen, wäre okay. Er möchte 10,5. Okay, kriegst du 95.000 Handgeld. Dein Berater kriegt 32.000, Auflaufprämie 2.000 und Torprämie machen wir 2,5. Ersatzspielerprämie geht auf 600 hoch und Gehaltserhöhung bei Aufstieg in höchste Liga machen wir 40%. Ich glaube, mit 8,5 könnten wir hinkommen, wenn wir Glück haben. Machen wir Auflaufprämie so, ja. Wobei, es wird schwierig. Wir müssen vielleicht noch eine schöne Klausel reinklatschen. Was könnte ihm denn gefallen?
Ausstiegsklausel bitte nicht. Komm, bei Abstieg, ja, darfst du gehen für. Ah, eigentlich gefällt mir das nicht. Nicht bei so einem wichtigen Spieler. Falls es wirklich dazu kommen sollte. Nee, ich glaube zwar nicht dran, aber man muss halt ein bisschen aufpassen. So, guck mal, Team of the Year Prämie 25.000. Länderspiele wirst du wohl keine machen. Aber wenn wir halt den Titel in der zweiten Liga gewinnen, ne? Ja, dann. Ja, dann kriegst du 50.000. Ah, möchte 9,5 haben. Probieren wir es jetzt mal direkt mit 8,5. Ich glaube, das nimmt er dann an. War doch schön, oder? Bis 2023 mit ihm zu verlängern. Ist ein guter Spieler. Und ich glaube, bis 2023 haben wir dann auch schon. Also dann wird er wohl auch erst. Weiß ich nicht, ne? Ich möchte es eigentlich nicht sagen. So, Fabi. Verdient momentan. Ich habe gerade nicht drauf geachtet. 1,6. Vertrag läuft auch aus. Möchte 3,6 haben, das ist komplett human. Probieren es mit 2,5 am Anfang. Machen das hier noch ganz schick. So, gehen hier auf 750 €. Torprämie auf 1.200. Und dann probieren wir es. Machen wir hier 600. Ohne Gehaltssteigerung und ohne Ausstiegsklausel. Okay, dann muss ich doch noch mal ein bisschen hochgehen. So, was hältst du davon? Sind schon relativ nah dran. Ich glaube, das hier wird er dann sogar annehmen. Hier gehen wir 50 € hoch, hier gehen wir auch ein bisschen hoch. Ja, noch nicht ganz. Aber ich glaube, 3,5 kriegen wir hin. Ja, okay, ist ein bisschen hartnäckig, der Berater. Komm, kriegst du auch eine Team of the Year Prämie. In Höhe von 25.000 €. Ja, machen wir 3,7. Oh, der ist richtig hartnäckig, der Moritz. Na, machen wir 3,8. Ja, gut. Passt. Bis 2022 dann. Passt auch. So würde ich gerne noch mit jemand verlängern. Wo wir gerade schon dabei sind. Eigentlich nicht, oder? Bekirolo und Greilinger sind aktuell die wichtigsten gewesen. Jayo vielleicht noch, ne? Ist noch ein Talent. Mal schauen, was er haben möchte. Momentan verdient er 900. 2000, ja, wenn wir es auf 1,5 kriegen könnten, wäre es okay. Weil es potenziell ein Spieler, den wir für ein bisschen Geld abgeben können. Darauf kommt es mir dann eher an. Nicht, weil ich jetzt in Jayo noch so das Riesenpotenzial sehe. Sondern eher das Geld, wenn ich ehrlich bin. So, 1,6 passt. Wäre schön. Wäre richtig schön. So. Wieder nicht viel Zeit, ne? Wir spielen am Sonntag gegen den KSC. Platz 16 momentan. Und ich glaube, danach haben wir Länderspielpause. Weil sonst wäre da am Sonntag wahrscheinlich das Spiel oder spätestens halt am Montag. Schön, dass wir mal alle eine Pause haben und nicht nur ein paar oder dass man das Spiel verschiebt. Wilmot ist bei der England U21 dabei. KSC wird wohl 4-2-3-1 spielen und wir packen mal kurz die hier weg von der Scouting-Liste. Und es geht schon los mit dem 10. Spieltag. 1-0 gewinnt Aue gegen Magdeburg, wichtig für uns. Und Bochum verliert an der Tabellenspitze gegen Bielefeld und ist damit jetzt auch eins nach unten abgerutscht. Nürnberg neuer Tabellenführer, ohne dass wir was gemacht haben. Wir sind nicht wirklich weit weg, ne? Aber na gut. Oh, Paul Dardai wurde entlassen beim HSV. Wer hätte es gedacht? 18. nach 7 Spieltagen, ein Sieg nur gegen Union, sonst nur Niederlagen. Ach, alles wie nicht. Wollen wir uns bewerben? Schön ein bisschen mit dem HSV spielen, wie in den guten alten FM15 Zeiten. Würde mich nur frustrieren, ne? So. Upphoff wird gegen seinen alten Verein spielen anscheinend. Jupp. Hat 105 Spiele für den KSC gemacht. Krass. Finde unsere Taktik cool. Olli, geiler Typ. Was eine Aussage, ne? Finde die Taktik cool. Und dann spielt er wahrscheinlich einfach nur ein simples 4-2-3-1.
Wow, man hat gehofft, Patrick Vieira zu bekommen, aber der hat kein Interesse. Wo spielt er denn, wo trainiert er denn momentan? Nizza immer noch. Wer ist der? Bosch ist momentan der Top-Favorit auf den Job. Unsere U19 hat gewonnen mit 6 zu irgendwas. Warum steht das hier eigentlich nicht mehr da? Wer hat sich denn das ausgedacht, dass man jetzt nicht mehr die richtigen Spielberichte bekommt? Oder muss ich da eine E-Mail anklicken? Das muss ich mal kurz gucken. Das stört mich nämlich so heftig, dass ich nie direkt das Ergebnis sehe. Nicht wirklich, ne? Nee, nicht wirklich. Schade, ich würde das einfach gerne sehen, ohne dass ich auf das Spiel klicken muss. Wo es ja auch nicht mal irgendwo verzeichnet ist, ne? Also ich kann mir die Highlights ansehen, aber. Ach, Spielbericht. Ach, ja, okay. Wenn man nur auf Spielbericht drücken muss, ist ja auch okay. Dann nichts gesagt. Der eine Klick, der stört mich jetzt nicht. Also 6-0 hat man gewonnen. Das ist okay. Da meckere ich nicht, ne? Ich nehme alles zurück, was ich eben gemeckert habe. Düsseldorf 3-0 gewonnen gegen Paderborn. Regensburg 1-2 zu Hause verloren gegen Osnabrück. Darmstadt, oh, in der 95. In der 93. den Ausgleich gemacht gegen Sandhausen. Diekmeyer hat ein Tor gemacht. What the fuck? Diekmeyer hat ein Tor gemacht. Das Spiel ist unrealistisch. Also, KSC. Wieso spielen wir um 15 Uhr? What the fuck? Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Platz 16 immer noch und ein Heimspiel für uns. Ich überlege gerade, ob ich was wechseln werde, aber ich glaube, ich werde wieder das meiste gleich lassen. Ja, ich glaube schon. So, Torre Grossa komplett fit. Warum kriegen wir Fitnesstests für ihn eigentlich? Verletzungsrisiko hoch. Hat er sich jetzt zuletzt irgendwann mal verletzt? Ja, aber doch nicht deswegen. Wegen 3 Tagen. Gut, Verletzungsrisiko ist halt hoch, haben wir gerade gesehen. Medizinische Abteilung, kurz mal gucken. Aber, hä? Verletzungsanfälligkeit gering? Und hier steht hoch. Muss man nicht verstehen. So. Mal wieder Henrique nicht verfügbar. Alle verfügbar beim KSC. Inkonstant gegen Inkonstant. Alois Schwarz ist Trainer. Ja, und ich hab's ja gerade gesagt, ne? Ich sehe jetzt keinen Riesengrund, da was zu ändern. Lukas May ist nicht ganz extrem fit, aber das eine Spiel wird ja wohl noch gehen, gerade als Innenverteidiger. So startet der KSC. Auf geht's, Jungs. Wie beim letzten Spiel. Nehmen nur Fortis und Hotic an. Ja gut, das ist ja. Wäre jetzt nicht so schlimm, wenn die genauso spielen wie im letzten Spiel. Die beiden. Auf geht's. Bisher läuft die Folge richtig gut, ne? 2 Spiele, 2 Siege. Ich weiß nicht, ob das dritte Mal jetzt auch noch was wird, aber wäre wünschenswert. KSC schätze ich eigentlich als stärkstes ein. Oh, Fabi, Alter. Yes. Das war eine richtig gute Idee, dieses geduldig Spielen rauszunehmen, ne? Sehr, sehr nice. Jetzt machen wir halt auch mal die Tore. Das meinte ich übrigens auch, also das jetzt, was sie jetzt gerade machen, meinte ich auch dann. Damit, was ich in der ersten Partie gesagt habe, dass man halt auch Sachen machen muss, die einem vielleicht jetzt nicht so gefallen, aber wenn sie halt im FM passen, musst du die halt reinmachen, auch wenn du halt eigentlich nicht so spielen möchtest, wie halt jetzt einfach die ganze Zeit draufballern aus irgendwelchen Situationen, einfach nur weil die 1 gegen 1 Situationen nicht so gut sind, gerade bisher, und das ist leider das 1-1 direkt. Oh, schon wieder ein Freistoß. Okay, also solange es fällt auf, ist es sehr auffällig. Ja, wir sind eigentlich da, aber nicht halt bei Kircher.
Das darf doch nicht passieren. Ja, die Mauer ist halt auch ein bisschen viel, ne? Weil das ein direkter ist. Ja, ich werde mich dem mal widmen in der Länderspielpause. Sprich offscreen. Weil das geht nicht, ne? Das waren jetzt heute 3 Gegentore nach Freistoß, oder? Ich glaube, gefühlt. Da waren es 2. Oh Gott, jetzt sagt mir nicht, dass jetzt der dritte kommt. Oh, Jungs, passt auf. Oh no! Oh, Alter, wie kann man den nicht reinmachen? Kiel führt übrigens nach 16 Minuten schon 3:0 gegen Nürnberg, gegen den Tabellenführer. Okay, also wir müssen aufpassen. KSC ist da, aber richtig. Guter Ball eigentlich. Auch hier. Oh, nee. Mit ein bisschen mehr Spin in die rechte Ecke vielleicht, aber so nicht. Oder mit noch mehr Wucht auf das kurze Eck. Aber ist eigentlich nicht FIFA. Oh, der Hoffmann ist gefährlich, ne? Mit seinen 7 Metern. Oh, Bayer kommt vorbei. Aber dann nicht an Dani Lutsch, war es, glaube ich. Der Name klang jetzt ganz schön falsch mit der Betonung. Oh, viel Platz. Oh, no. Oh, Jungs, was pennt ihr denn so rum? Ja, KSC ist einfach komplett wach und wir nicht. Kircher lang auf Ketzio und der hat Platz. Dann ist der Ball abgefälscht und geht deswegen so in die Mitte und fort. Das passt auch nicht auf. Ja, KSC spielt auch nicht wie ein Tabellen-16. Und wir machen das 2:2. Quirin Moll. Auch nach einem Freistoß. 4 Tore, 25 Minuten. Eieiei. Ähnlich wie das Ding eben vom KSC. Wilmot auf den Keeper und dann rutscht Moll rein. Und wir sind wieder da. Beide Innenverteidiger bei uns schon mit Gelb. Muss nichts Schlechtes heißen, aber auch halt nichts Gutes. Ich meine, wir haben Palancia auf der Bank. Das ist, der wird schon wohl reinkommen. Aber es ist nicht so geil. Ja. Machen wir mal mit den vorsichtigen Zweikämpfen bei Ben Wilmot und gehen mit diesem 2:2 in die Pause rein. Bin unzufrieden, Jungs, ne? Also hinten ist scheiße. Fort ist 6:4, Mai 6:5, Wilmot 6:8 mit Vorlage. Polen das erstmal weiter. Bisschen breiter spielen wäre vielleicht nicht schlecht, aber ich habe dann die Angst, dass wir KSC noch mehr Lücken geben als ohnehin schon. Ich werde Fortes rausnehmen. Läuft bei ihm nicht. Und Erik Weger ist vielleicht kein schlechter Spieler für dieses Spiel. Auch Bicky Rodo mit Gelb. Die dritte mittlerweile bei uns. Beim KSC gab es bisher nur eine für Ketzio, der jetzt auch diesen Freistoß reinbringt. Och, oh, haben wir ein Glück, ey. Ich muss so heftig was an den Freistößen machen. Jungs, könnten wir vielleicht irgendwie in Führung gehen? Würde ich super geil finden, 20 Minuten noch. Ich bringe Thiago Palancia rein für Lukas May. Schlechte Kondition, schlechte Note und gelbe Karte, das ist eine Todeskombi. Auch wenn Palancia bisher nicht gut war in dieser Saison, ich glaube, es ist etwas besser. So, Crunchtime. 8 Minuten noch knapp. KSC hat einmal gewechselt und zwar den Stürmer, der jetzt neu ist. Was könnten wir noch machen? Ich möchte nicht auf Doppelsturm gehen. Ich glaube, wir könnten eventuell wirklich ein Tor machen, wenn wir auf Doppelsturm gehen, aber das Risiko ist mir zu groß, da jetzt noch einen Angriff zu kassieren, weil das hier einfach zu kompakt ist.
Leistung verdient seine gelbe Karte. Super. Oh, das ist alles richtig viel Risiko eigentlich gerade, ne? Das Einzige, was nicht Risiko wäre, was aber auch nicht wirklich viel Impact haben wird, ist Jaya für Hotic. Ich lasse erstmal. Rosbach als neuer Linksverteidiger und Geuss für... Ach, er hat noch einen Ida. Daniliuc, okay. Nicht der Lucci. Naja. Ich bringe Jayo rein für Hotic. Gehe auf den Shadow Striker bei ihm. Allerdings, da muss der ran. Ja, gut. Palancha hat aufgepasst. Bayar weiß nicht wirklich wohin. Nimmt erstmal Opov mit. Ich würde mir eigentlich den Weg nach oben wünschen. Aber solange sie durchkommen, ist ja okay. Ja, auch Bayar hat genug Platz. Bayar, kommt durch, Bayar. Nee, nee, nein. Das ist halt dann das Blöde, ne? Wenn du dann so eine Schusschance hast und dann halt so einen Schuss raushaust. Das wird enden mit dem 2 zu 2 vielleicht. Bikirulu, ich bin HSV-Fan, ne? Wir können Freistöße gegen den KC in letzter Sekunde. Komm, Bikirulu, bitte. Nee, schade. Schade, das jetzt gut gefunden, ne? Aber bringt leider nichts. Ja, komm, Schiri, pfeif ab. Toriko ist ja super mit nach hinten gearbeitet. Ja, ein 2-2. Ich muss dringend an den Freistößen arbeiten, denn das ist schon auffällig jetzt. Bin ich wirklich zufrieden, weil ich glaube, hier hätten wir besser spielen können, gerade gegen den KSC, die halt bisher auf Platz 16 waren. Alles in allem bin ich aber mit der Gesamtleistung zufrieden. 10 Spieltage um, 18 Punkte. Haben genug Vorsprung aktuell auf den Relegations- und Abstiegsrang. 11 Punkte sind es aktuell. Hat Kiel jetzt wirklich so krass gewonnen, weil die sind ja so weit unten. Ja, 3-1 haben sie gegen Nürnberg gewonnen, die auch erst in der 93. das Tor gemacht haben. Also, ja, easy, ne, sozusagen. Düsseldorf, neue Tabellenerster, 20 Punkte. Wir sind halt nur 2 Punkte dahinter. Das ist eine richtig inkonstante Zweitligasaison bisher. Und das ist so eine Saison, wo Vereine aufsteigen können, die vielleicht nicht normalerweise aufsteigen, ne? Ähnlich wie die letzte Zweitligasaison in echt, weil Köln und der HSV so unfassbar schlecht waren. Gut, Köln hat es ja noch geschafft, weil die dann nicht so unfassbar dumm waren. Aber wenn du unfassbar schlecht und unfassbar dumm warst, wie der HSV leider, dann schafft's halt Paderborn und halt auch Union. Und das ist, glaube ich, also wenn es so weitergeht, wird es genau so eine Saison auch hier werden. Weil Nürnberg ist sehr inkonstant, die verlieren halt gegen den Tabellen 17. mit 3-1. Dann Augsburg als Absteiger ist momentan hier. Gut, die könnten nach an uns ranrücken auf Platz 8, aber ist halt trotzdem nicht so krass. Wo ist Paderborn hier direkt hinter uns? Also sie sind alle nicht so gut. Düsseldorf, ja, ich meine, hat gegen uns verloren, ne? Das ist alles nicht so gut. Aber man muss auch sagen, ist ja noch nicht mal ein Drittel um. Wir sind zwar kurz davor, dass ein Drittel um ist, aber so wirklich aufschlussreich ist die Tabelle auch noch nicht. Also bevor wir jetzt hier irgendwie sagen, ja, es ist ja easy peasy heute oder in dieser Saison aufzusteigen, ist es so oder so nicht, aber momentan, wenn das so weitergeht, hätte man eine Chance sogar, was echt krass ist als Aufsteiger. Aber das gilt halt dann auch für alle anderen, ne? So, ich würde gerne noch das Spiel von Augsburg gegen Wiesbaden sehen. Und die bringen uns ein 1-0, ein knappes von Augsburg gegen Wiesbaden. Und damit sieht die Tabelle nach 10 Spieltagen so aus, wie sie hier zu sehen ist. Düsseldorf, Darmstadt, Bochum. Bochum allerdings punktgleich mit Nürnberg, Osnabrück, Bielefeld und uns. Ja. Das ist meine Tabelle, ne? Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Haben als nächste Gegner
Augsburg, super. Aue und Fürth. Fürth im Pokal, das könnte lustig werden. Fürth ist momentan auf Platz 12 in der Liga. Augsburg, wie gesagt, ein Platz direkt hinter uns, 2 Punkte weniger. Und Aue ist auf dem letzten Rang, die bisher einen Sieg gegen Magdeburg geholt haben und einen Unentschieden gegen St. Pauli. Also mal gucken. Die neuntmeisten Tore erzielt, die neuntbeste Abwehr. Sechstmeiste gelbe Karten. Eine rote Karte gab es bisher und Zuschauer steht nur auf Platz 11. Das wundert mich ein bisschen. Aber ich glaube, die Auslastung ist dafür gut, oder? Wie passen nicht irgendwie nur 15.000 rein bei uns? Ich möchte die Auslastung sehen, bitte. Die Auslastung ist ja bei 95%. Ist okay dann, oder? Also dafür, dass es jetzt gerade so schlecht aussieht, wenn man auf diese Statistik hier schaut, von wegen nur Platz 11 beim Zuschauerschnitt, und dafür dann hier rauf guckt bei der Auslastung, die ja mehr sagt, ist das okay. Also sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dahin. Tschö!